Hey Leute und damit willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Ich stehe hier gerade in Düstermoor, weil ich ein Thumbnail gemacht habe für den Livestream. Oder zumindest nach Motiven für Thumbnails gesucht habe. Ich habe dann doch was anderes genommen. Aber ja, ich war so ein bisschen am Gucken. Ich wollte was Halloween-mäßiges nehmen, weil das ja gerade in die Zeit passt. Warte mal, kommt die Folge nicht sogar am 31. raus? Nee. Kommt sie nicht. Der 31. ist ein Donnerstag, ne? Ja, stimmt. Okay. Nee, never mind. Vergesst, was ich gesagt habe. Diese Folge kommt am 30. raus. Ja, aus eurer Sicht ist der Stream jetzt schon Vergangenheit. Für mich ist er praktisch morgen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele Leute da sein werden. Ihr wisst es schon. Das ist immer das Tolle an Zeitreisen. Vielleicht werde ich im Stream, also ob ich das gemacht habe, werdet ihr jetzt schon wissen, aber naja, auch ein paar Packs aufmachen, ich weiß es nicht, aber es gibt ja jetzt auch mittlerweile wieder ein paar Angebote hier im Kronenladen. Es gibt unter anderem hier das hier mit dem grimmigen Fährmann-Set. Und es gibt, glaube ich, noch so ein paar andere Sachen. Übrigens gibt es ein paar News zum US-Server, die ich hier direkt mal erzählen kann. Ich habe es nämlich heute Morgen gesehen. In einem Video von Blaze Lifehammer auf dem Testram. Ich finde es immer noch so gigantisch, dass Blaze Lifehammer wieder Videos macht. Das ist wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Und zwar, ich erzähle das einfach mal, während ich hier ein bisschen meinen Rucksack ausmiste. Und zwar wurde Krokotopia geupdatet von den Graphics her. Also genauso wie Wizard City vor schon echt langer Zeit. Das ist ja schon Jahre her, wo hier dieses neue Design von Wizard City, von den ganzen Gebieten gemacht wurde. Genauso wurde jetzt Krokotopia geupdatet im Sinne des der neuen Erweiterung, die bald erscheinen wird. Ich weiß gar nicht, wann sie kommt. Auf dem US-Server. Ja, und Krokotopia ist auf dem US-Server auf dem Testrun jetzt mit neuen Grafiken geupdatet. Ich habe mir das angeschaut. Es sieht weniger spektakulär aus, als ich erwartet hatte, muss ich sagen, aber es sieht immer noch sehr gepolished aus und ja, dann habe ich jetzt doch wieder Hoffnung, dass King's Isle das vielleicht auch noch mit den ganzen anderen Welten vorhat. Also mit Malibone, mit Muhong, vor allem bei Muhong wäre es unglaublich wichtig, das mal zu machen, weil Muhong so eine ätzende Welt ist optisch. Dass es der echt richtig gut tun würde, wenn man da das Ganze ein bisschen aufhübscht. Das wäre wirklich sehr, sehr geil. Was habe ich denn hier alles für Haustiere? Das ist ja unfassbar. Drachenfell ist auch ein ganz großes Ding. Das könnte, glaube ich, richtig, richtig gut aussehen. Was haben wir noch? Celestia auf jeden Fall auch. Safaria auch. Avalon meinetwegen auch. Wobei man sagen muss, ab Avalon wird es eigentlich von der Grafik her okay. Also ab da wäre ein Update nicht mehr unbedingt notwendig, finde ich. Weil da die Gebiete dann auch von sich aus schon relativ gut aussahen eigentlich. Aber so bis Safaria, okay, über Safaria kann man sich streiten. Aber definitiv bis Celestia wäre das schon angebracht, das zu machen, finde ich. Ich frage mich halt nur, wie lange das bitte schon dauern soll, wenn sie jetzt, keine Ahnung, 3 Jahre oder so, ich weiß nicht, wie lange das her ist, seit sie hier Wizard City gemacht haben, wie lange das bitte schon dauern soll, wenn sie jetzt dann in demselben Rhythmus die anderen Welten updaten. Also ich hoffe sehr, dass es ab jetzt ein bisschen schneller geht. Also gefühlt sind sie ja schneller darin, eine neue Welt zu erstellen, als eine bereits vorhandene zu updaten. Das ist schon interessant. Und dann können wir uns hoffentlich bald auf ein geupdatetes Malibone freuen. Das könnte, glaube ich, auch sehr geil aussehen. Wir werden ein geupdatetes Malibone sozusagen, also mit moderneren Graphics, in Pirate 101 auf jeden Fall sehen. Dort kommt es noch vor und da sieht man das Potenzial, was in dieser Welt steckt, sehr, sehr gut und da freue ich mich auch drauf. Aber mal schauen. Ich bin auch gespannt, wann das Krokotopia-Update dann hier in Wizard 101 auf dem deutschen Server kommt.
Könnte ein bisschen dauern, aber sie sind ja in letzter Zeit immer ein bisschen schneller geworden, was die Updates angeht. Also habe ich weiterhin Hoffnung. Ja, übrigens weiß ich jetzt auch mittlerweile, dass dieses neue Update zu Cocotopia, also dieses Story-Update sozusagen, keine neue Welt ist, sondern praktisch eine Erweiterung des bereits vorhandenen Cocotopia. Also man kann dann da zu einer neuen Insel gehen und dort gibt es dann neuen Content. Wie das jetzt storytechnisch zusammengefügt wird, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall ist es jetzt keine neue Welt an sich, die man hier über das Weltentor auswählt. So viel habe ich herausgefunden. So, und jetzt gehen wir zurück nach Novus. Es gibt Gesprächsbedarf. Irgendwas geht hier mit den Malebonern ab. Die haben wohl Ansprüche erhoben. Und das Ganze mit der Hilfe von Dasein hier versucht durchzusetzen. Und wir gehen jetzt nach Neuvikorgia, um mehr zu erfahren. Ist ja eigentlich auch das letzte Gebiet, wo wir hin müssen. Dieses ganze Portalzeug zu klären. Und wenn wir das geschafft haben, müsste es ja dann hier oder in der Nukleus-Galerie, besser gesagt, zum großen Finale kommen. Hilfe, ich habe Angst. Aber danach gehen wir nach Valaru. Das ist auch so eine Sache, wo ich mich drauf freue. Weil da habe ich gar keine Ahnung. Und ich glaube, dass mir das auch gefallen könnte vom Setting her. Okay, Mario. Er hat seinen langen Weg auf sich genommen. Natürlich auch Don Manzana, den dürfen wir nicht vergessen. Der steht hier immer noch. Der treue Sidekick, auch wenn er das eigentlich gar nicht sein möchte. Was meint er? Die Hydranten oder diese komischen Funkentürme hier hinten? So, der Gouverneur. Naja, da bin ich mal gespannt, was er zu sagen hat. Der hat uns ja auch ein bisschen rumkommandiert, als wir das letzte Mal hier waren. Ich hoffe sehr, dass es dieses Mal nicht so schlimm wird. Wobei ich gar nicht weiß, wo wir hier noch hingehen könnten. Eigentlich haben wir ja in Neuvikorgia ja relativ viele Gebäude betreten. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und an sich ist die Insel ja auch nicht so groß. Ja gut, es gibt aber schon noch ein paar Dungeons. Hier zum Beispiel dieses Auge. Da ist auch irgendwas drin. Also wir werden sehen, ob das Nebenquests sind oder ob wir jetzt hier noch einige Dungeons machen müssen. Aber ja, diese Geräte hier sind, denke ich, neu. Hier diese komischen Apparate. Keine Ahnung, was die damit vorhaben. Aber ich denke, mehr werden wir hinter diesen Türen hier erfahren. Schauen wir mal. So. Ach da. Ich habe mich gerade gefragt, wo er ist. And that is why you are not but ill-bred, uncultured swine. Patui. No wonder you have renegade dogs of war. Forget the renegades. We must discuss the flags growing from the ground. What schemes have you been hatching, dog? If Malibonian flags have been growing from the ground itself, is that not the endorsement of Dasein we so richly deserve? Is it not proof that this whole world is property of the Malibonian? Jetzt geht das schon wieder los. I had the fireproof. This is a trick, a ploy you have concocted. I have told you before, flags are not legally binding. Also wenn ich hier irgendwas zu sagen hätte, dann würde ich direkt ins Arcanum gehen, würde mir die ganzen Gelehrten schnappen, hier zurückkommen und zu den ganzen Leuten von allen Welten, Malibon, Valencia, Monquista, Polaris, würde ich sofort sagen, hier, husch, husch, raus hier. Und würde das ganze Ding einfach, erstmal reinwaschen von allen Leuten, die irgendwie der Meinung sind, es gehört ihnen. Quiet. Contracts, I believe, are your currency. Come with me. Okay, was wird das jetzt? Nicht, dass er jetzt versucht, irgendeinen Hinterhalt hier zu planen. Esteemed delegates, allow me to introduce Phileas Dog and their wondrous thought translator machine. Wondrous is the word. With this machine, I can reveal the innermost ponderings of anyone. All I need is a sample on which to tune it. Samples like those from the Urks the Wizard provided me earlier. Now let's see what our most beneficent living world has to say.
Was zur Hölle ist denn dort los? Okay, das klingt irgendwie, als hätte da sein starke Schmerzen. Was zur Hölle geht denn dort ab? Vielleicht kann er aber auch einfach den Konflikt nicht ertragen, der jetzt hier schon wieder aufs Neue beginnt. Aber die lernen ja auch nicht draus. Wir haben denen ja schon 30 Mal erzählt, dass Dasein hier große Probleme kriegt, wenn sich die Fraktionen gegenseitig bekriegen. Und dann kommt es ja hier auch zu Erdbeben und solchen Sachen. Aber die checken es einfach nicht. Die machen einfach weiter. Als wäre nichts gewesen. Yes, much better away from all the politics. I can finally think. My mind is again abuzz with notions of... Oh, the Urks! Specifically those fetching Urks over there. Utterly tantalizing in their unobtainability. Anyway, also, als attraktiv würde ich die jetzt nicht bezeichnen, aber gut. Living up to their name, the little devils. Those cables attached to conductors I installed on each spire. A harrowing feat of applied science. Julian Hammerschwert ist auch mal wieder da, ja. Das ist, richtig. Was zur Hölle steht denn hier? Hashtag minus 1 Doppelpunkt höchste Stufe 70. Läuft bei der Übersetzung, aber das kennen wir ja. If I do say so myself, they help us attune to Dasein's unique thought frequency and transmit it to devices like the one in my lab. Frame of mind? Exactly. Soon we will understand his complete frame of mind. But first you must shoo off those fetching Urks. Oh Gott. Ärger holen heißen die Dinger. Hilfe, die Übersetzung macht mich mal wieder fertig. Ich hoffe, die haben das in Valaro besser hingekriegt. Wenn das wieder so eine Google-Übersetzung ist, dann kriege ich langsam echt die Krise. So, was haben wir hier eigentlich? Feuer und Balance. Okay, könnten Resistenz haben, aber ist ja nicht so schlimm. Wenn die Leben nicht so groß sind, dann kriegen wir das trotzdem hin. Hey, was? Jetzt sind sie Eis. Achso, das sind andere Varianten. Eis und Leben. Okay. Gefällt mir deutlich besser. Na, wobei, gefällt mir das wirklich? Denn die Eisgegner sind ja auch sehr nervig. Könnten uns betäuben, können sich Turmschilde zaubern. Machen sie ja gerade auch schon. Ist vielleicht doch nicht so die beste. Ja. Schule, der man gegenüberstehen möchte. Diese Todespips sehen immer so ein bisschen aus wie Schattenpips, ne? Aber es sind keine. Und jetzt kommt auch direkt der Kombi-Zauber von Eis und Tod. Was hatte der nochmal für einen Bonuseffekt? Okay, keine Ahnung. Da ist jetzt gar nichts passiert. Hat er nicht irgendwelche Fallen umgewandelt oder sowas? Ich bin mir leider gerade nicht mehr so sicher. Also hier muss ich eigentlich fast schon mit dem Feuerdrachen angreifen. Um irgendwie gegen diese Schilde anzukommen. Oder ich power mich einfach noch ein bisschen weiter auf, bevor ich den Stier einsetze. Das könnte dann auch ausreichen. Wir werden es gleich sehen. Oh Gott. Jetzt hauen sie aber richtig die Zauber raus. Wie dieses Ei immer rumhüpft. Okay. Luna ist erwacht, sehr schön. Hat ja auch in der letzten Folge zusammen mit dem Haustier von Basti schön uns unterstützt. Okay, drei Klingen. Könnte das reichen? Ich befürchte nicht. Mache ich jetzt den Angriff schon? Ach komm. Ich riskiere mal ein bisschen was und greife direkt mit dem Stier an. Also so langsam wird es ein bisschen lächerlich, wie oft sie diese Zauber hier einsetzen. Wobei eigentlich finde ich die ja cool. Also lasse ich die mal machen. Jetzt kommt bestimmt wieder der andere. Ja, genau. Das war klar.
Ich finde, der sieht noch mit am besten aus eigentlich von den ganzen neuen Zaubern. Ich finde den richtig cool vom Design her. Genauso wie den Feuerzauber, aber der ist leider vom Effekt her nicht so meins. Mit diesem Schaden da über 5 Runden. Oder 4 Runden oder was das nochmal genau ist. Okay. Wie viel Schaden kann der Angriff machen? Oh, ups, das ist ja viel zu viel. Okay, ich hätte gar nicht so viel Angst haben müssen. Das war ja mal gar kein Problem. Ne, toll. Natürlich muss ich aber wieder 3 Gegner besiegen, damit ich das bloß nicht in einem Kampf machen kann, ne? Ist klar. Ich habe auch echt vor, demnächst dann mal wieder ein bisschen aktivere Videos, also ein bisschen mehr Videos die Woche zu bringen. Diese Woche sind es ja auch nur 3, plus halt der Stream. Aber ich denke da besonders an Pirate 101 und wenn ich da Fortschritt machen will, dann müsste ich eigentlich ein bisschen, also ein paar mehr Folgen hochladen. Aber gut, alles zu seiner Zeit, ich will mich ja nicht stressen. Wir schauen mal, wie es mein Plan zulässt. Wobei es ja irgendwie leider so ein bisschen Tradition ist, dass Let's Plays bei mir extrem lange dauern. Das war ja schon bei, glaube ich, allen Projekten bisher der Fall. Bei Pokémon war es so, bei It Takes Two. Ja, okay, da ging es noch. Aber auch die ganzen früheren Projekte hier. Final Fantasy und so weiter und so fort, das hat sich auch immer so gezogen. Weil ich auch zwischendrin dann immer Pausen gemacht habe. Ja, naja, so ist das halt. Oh Gott, das war ja mal wieder klar. Natürlich kommt hier eine Betäubung kurz vor meinem Angriff. Ich wusste es. Schade. Und wieder dieser Angriff. Besonders einfallsreich sind die aber auch nicht, ne? Gut, dann probieren wir es eben nochmal. Mit dem Feuerdrachen. Jetzt kommt wieder der andere Zauber, oder? Oh nein, es kommt nochmal. Der Frostriese. Aber dieses Mal kann er uns nicht betäuben. So. Meine Rache wird direkt folgen. Oh. Oder auch nicht. Verpatzt. Toll. Ja. Ja, jetzt habe ich keinen Angriff. Ach Mann. Ist das nervig. Und ich wette mit euch, dass... Ach nee, betäuben können sie mich gerade nicht. Ich wollte gerade schon sagen, ich wette mit euch, bis ich das nächste Mal einen Angriff auf die Hand bekomme, werden die mich nochmal betäuben. Aber dafür haben sie eigentlich nicht genug Pips. Theoretisch zumindest. Und da ist der Drache wieder. Ich versuche es erneut. Also, so cool die Zauber sind jetzt, ein bisschen nervt es mich schon, dass sie ständig hier eingesetzt werden. Viele Leben habe ich aber auch nicht mehr, also eine kleine Heilung würde ich appreciaten, Luna. Und da kommt sie auch direkt. Perfekt. Vielen lieben Dank. Ah, schön. Und jetzt mögen die Gegner endlich untergehen. Okay, das war jetzt gar nicht so viel Schaden.
Aber ich denke mal, der Rundenschaden wird es jetzt rausreißen. Ja. Okay, perfekt. Wir haben es geschafft. What a rousing display of fantastical fisticuffs. Now, let's survey the damage. Sind ja schon echt komische Teile. Als ob da irgendwas gemessen wird oder so, aber ich kann nicht ganz sagen, was. From here, the cables and conductors appear to be in working order. Splendid. Now my thought translator should function. Also wenn irgendjemand solche Maschinen an mich anschließen würde, und Dasein ist ja sozusagen diese Welt, dann würde ich auch schreien. Rotigan will get Dasein to validate his silly territorial contract, and then I begin building the network. Think of it. A thought translator in every home. Each settler of New Vicorgia will have a direct line to Dasein. Das hört sich nach keiner guten Idee an. Everyone's wishes will be reality. But we're getting ahead of ourselves. For now, let's just return to my lab and make sure the blasted. Also manchen Leuten sollte man ihre Wünsche vielleicht lieber nicht erfüllen. Ich will gar nicht wissen, was hier und vor allem auch in Maliborn so für Leute rumlaufen und was die eventuell für Pläne haben. Naja, wir werden es sehen in der nächsten Folge. Hilfe, ich habe Angst. Hoffentlich ist Dasein standhaft und hoffentlich können wir vielleicht irgendwie mal einwirken, dass er jetzt nicht wieder jeden Wunsch erfüllt, der ihm vor die Füße getragen wird. Ich will es zumindest mal hoffen. Und damit, Leute, beende ich diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke natürlich wie immer an meine Kanalmitglieder. Ganz, ganz lieben Dank an Manuel, an Basti, an Kalia und an Rex Schattenklinge. Und dann sehen wir uns sehr gerne, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dahin.